Hallo Leurings und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute darf ich euch das dritte Jahr in Folge begrüßen, dass wir hier in München sind, an der Kinderklinik für krebskranke Kinder. Und es ist jetzt das dritte Jahr in Folge, dass wir Geld spenden. Deswegen ein herzliches Dankeschön von mir aus an die Community, dass ihr so fleißig jedes Jahr tatkräftig das Ganze unterstützt. Heute hat mich meine Mama begleitet, nicht meine Mausi, die sonst immer dabei ist, wenn wir das Geld abgeben. Wir sind heute auch mal nicht am normalen Eingang, sondern an dem anderen Eingang. Deswegen ist hier ein bisschen Baustelle. Normalerweise geben wir das Ganze immer am Eingang ab, wo Kinderklinik dran steht. Dieses Jahr wurden wir aber eingeladen von der Dame, die das Ganze, genau, die Dame macht es ehrenamtlich, ist sozusagen für diese Station zuständig. Und die hat uns herzlich eingeladen, dass wir dort zu ihr hingehen, auf einen Kaffee, ihr das Geld überreichen und vielleicht mit ihr dann auch ein Bild schießen können. Danke, Mom. Wir haben das Geld abgehoben. Das Ganze sieht so aus. Ich gebe dir gleich mal wieder den Umschlag. Nicht, dass es zu viele Leute jetzt hier sehen auf der Straße. Ich blende euch mal ein, wie das Ganze aussah, als wir das abgehoben haben. Der Stream hat gesagt, wir haben mit dem Stream abgestimmt, dass wir das Ganze in 100er-Scheinen abgeben. Und ja, jetzt sind wir hier. Jetzt geben wir das Geld ab. Von mir ein großes Dankeschön an die Community. Ich bin gespannt, wie die Dame darauf reagiert, denn die wissen selber noch nicht, dass es insgesamt dieses Jahr 7.000 Euro sind, die wir zusammenbekommen haben. Kleiner Zurückblick auf die letzten Jahre. Im ersten Jahr waren es 3.000 Euro, letztes Jahr waren es 1.500 Euro, dieses Jahr sind es 7.000 Euro, also nochmal komplett ein anderer Betrag. Und von daher ein großes Dankeschön, finde ich immer wieder klasse, dass wir auch wenn sie es ein bisschen schneidet mit dem, was wir machen da auf dem Balkon und wo wir das Geld jetzt spenden, dass wir da eine gute Tat trotzdem vollziehen können. Ich werde jetzt mal mit meiner Mom hier auf dieser Baustelle den Eingang suchen, wo es hier lang geht, denn hier sieht es ziemlich verzwickt aus. Wir haben gesagt, weil die Frau auch gefragt hat, für was wir das einsetzen wollen, haben wir gesagt, da wo es den Kindern am besten zugute kommt. Und wenn wir dann sozusagen gleich wieder zurück sind, kann ich euch dann Neues berichten und euch auf dem Laufenden halten. Bis gleich, Leutings. So, ihr Lieben, ich komme gerade von der Abgabe der Spenden. Ich werde euch jetzt mal kurz noch ein paar Bilder einblenden. Wir haben zusammen Fotos gemacht vor dem Eingang sozusagen zu der Kinderklinik jetzt nochmal und haben dann auch nochmal in dem Büro von der Dame, haben wir das Geld ein bisschen aufgefächert und haben ein Foto geschossen, was ich euch auch einblende. Es waren jetzt so viele Informationen, dass ich gar nicht richtig weiß, was ich euch da alles mitteilen soll, ohne einen Fehler zu machen. Auf jeden Fall kommt das Geld den Kindern zugute, sei es, was die Pädagogik etwas angeht, was Spielsachen angeht, was Freude angeht, was denen gesundheitlich irgendwann wie weiterhilft mit Therapien oder sonstigen. Die haben sich unglaublich gefreut, besonders weil es dieses Jahr halt so viel Geld war, ne? Haben die sich sehr, sehr, sehr bedankt. Sehen das auch nicht als selbstverständlich an. Ich soll auch nochmal ein Dankeschön an die Community sagen für diesen Support dieses Jahr. Und ich habe auch gesagt, dass wir nächstes Jahr auch wieder kommen werden, egal ob es 500 Euro sind, 100 Euro oder 7.000 Euro wie dieses Jahr. Ich finde, es gehört einfach dazu, dass man einfach jedes Jahr irgendwas Gutes tut, besonders in diesem Bereich. Wir haben jetzt hier noch ein paar Infoblätter bekommen, besonders zum 35-Jährigen. Normalerweise würden dann auch immer solche kleinen Frühstück-Termine stattfinden, wo man dann das Geld übergibt mit einem Weißwurst-Frühstück oder so. Aber ich finde das eigentlich so, wie es war, war es perfekt. Kein großes Tamtam drum gemacht worden. Und es soll ja vom Herzen kommen und nicht wegen, ihr wisst schon, was ich meine, diesem Außenrum, ne? Wir werden jetzt auf jeden Fall wieder von München nach Hause fahren, nach Augsburg. Groß, groß Dankeschön von mir, von der Klinik, an die Community. Und ja, ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall sicher sein, dass der Support, den ihr mir geschenkt habt und wir allgemein hier zusammengebracht haben, dass der auch gut angekommen ist. Mom, Obacht Auto. Dass sehr gut angekommen ist und dass sozusagen das Geld auch am richtigen Fleck jetzt eingesetzt wird. Ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Einschalten, fürs Zugucken, für den Support hier auf meinem Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video, spätestens im nächsten Stream. Und falls ihr da noch mehr drüber erfahren wollt, schaltet da dann einfach ein. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen. Und falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch gerne mit einem Abo
oder vielleicht sogar mit dem Däumchen nach oben. Dann hätten wir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.